Ich würde ganz gerne diese zweite Welle, die wir uns heute ansehen, auch mit einem kurzen Bibelwort einleiten. Aus 2. Timotheus 3 und 4. Ich kann da jetzt nicht sehr viel drüber sagen, weil die Zeit nicht reicht. Nur ich möchte euch aufmerksam machen auf drei Aufforderungen des Paulus an Timotheus. Und ich denke, die meisten von uns wissen, dass besonders der 2. Timotheusbrief ein Brief ist für die letzte Zeit, den der Apostel Paulus kurz vor seinem Heimgang geschrieben hat und wo er sein ganzes Anliegen dem Timotheus aufs Herz bindet, kann man sagen. Er weiß, dass die Zeit seines Abscheidens gekommen ist. Er sieht, wie sich mehr oder weniger alle von ihm abgewandt haben. Da sind nur noch ganz wenige, die er mit Namen nennt, die bei ihm bleiben und die sein Anliegen tragen und verstehen. Und dann richtet er drei wirklich herzergreifende Appelle an diesen jungen Bruder, an Timotheus. Einmal in Kapitel 3, Vers 10. Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, mein Vorsatz, mein Glauben, meine Geduld, meine Liebe, mein Ausharren, meine Verfolgung und meine Leiden. Das zweite Mal in Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst. Kapitel 4, Vers 5. Du aber sei nüchtern in allem. Leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Und dieses Du aber ist eine Gegenüberstellung. Vorher hat er dann von Menschen gesprochen, die auch im Volk Gottes gearbeitet haben. Im ersten Fall Jannes und bezieht er sich auf die Männer, die in die Häuser schleichen, die Weiblein, so sagt das die nicht revidiert, die alte Übersetzung, gefangen nehmen, die immer da lernen, niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, die der Wahrheit widerstehen. Also Menschen im Volk Gottes, die sich auf die Schwachen im Glauben stürzen, die werden hier mit Weiblein bezeichnet, die leicht zu überreden und zu begeistern sind, die von Lüsten getrieben werden, die immer da lernen, aber nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können, eben weil Sünde in ihrem Leben ist, und da kann man noch so viel lernen, studieren, man wird nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, unbewährt hinsichtlich des Glaubens. Und dann sagt der Apostel dem Timotheus, du aber, Timotheus, richte dich nicht nach diesen Menschen aus, sondern du hast doch genau erkannt, was ich verkündigt habe und auch wie ich gelebt habe. Und daran halte doch fest. Und wie schön ist das, wenn auch heute Brüder da sind, die ihren jüngeren Brüdern und Schwestern sagen können, immer in dieser ganzen Zerrissenheit, in diesem Wirrwarr von Lehren und Strömungen, immer du hast ganz genau erkannt, was ich verkündigt habe. Und du kennst auch mein Leben. Du bist lang genug mit mir marschiert und du weißt, wie ich mich benommen habe in diesem Durcheinander, und daran orientiere dich. Und wenn wir so wenig Vorbilder haben, dann lass uns Gott bitten, dass wir solche Vorbilder werden, und die sind in dieser Zeit ganz besonders nötig. Das dritte Mal, das zweite Mal, wo er hier spricht, du aber, da redet er vorher von solchen, Vers 13, böse Menschen aber und Gaukler werden im Bösen fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Gaukler kann man auch übersetzen mit Zauberer oder Betrüger. Betrüger, die im Bösen fortschreiten, die verführen und verführt werden. Und ich glaube, dass man das auf die zweite Welle, auf die charismatische Bewegung anwenden kann. Wir haben gestern mal gedacht, dass in der Pfingstbewegung, bei allem, was dort an falschen Lehren da ist, doch einige Dinge festgehalten werden, wenigstens im Allgemeinen. Die Inspiration der Bibel, das Wort vom Kreuz und wirklich die Rettung allein durch den Glauben. Und weitgehend auch eine klare Abwehr, was Ökumene und Katholizismus betrifft. Aber in der zweiten Welle, und das werden wir feststellen, da finden Lehren Eingang, die wirklich böse sind, die auch etwas mit Okkultismus, mit Zauberei zu tun haben. Und das ist unheimlich tragisch. Und deswegen ist das wichtig, dieser Appell des Paulus an Timotheus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, weil du weißt, von wem du gelernt hast. Von wem lernen wir? Gerade in dieser Zeit, wo so viele neue Offenbarungen kommen, ist wichtig, uns darauf das zu besinnen,
was uns Gottes Wort und auch was uns der Apostel Paulus gesagt hat. Beim dritten Mal, da sind solche da, die die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst Lehre aufhäufen, indem es ihnen in den Ohren kitzelt und sie wenden die Ohren von der Wahrheit weg und sie begeistern sich für irgendwelche Fabeln und Märchen. Und auch das ist ein Charakterzug, glaube ich, der charismatischen Bewegung. Dass man die Wahrheit des Wortes Gottes wirklich verwirft, sich abwendet und man hört und erfindet Lehren, die in den Ohren kitzeln, die sehr angenehm für das Ich sind. Und dann sagt Paulus, du aber sei nüchtern in dem allen und leide Trübsal. Das ist interessant. Der charismatischen Bewegung, wir werden wahrscheinlich heute Nachmittag da mehr drüber hören, da ist die Rede davon, dass wir hier auf dieser Erde Wohlstand haben sollen und können, dass es mit zu den Segnungen des Christentums gehört, dass wir gesund sind, dass wir natürlich erlöst sind, aber dass wir eben auch Wohlstand, Reichtum haben, dass wir ein gutes Aussehen haben und so weiter und so weiter. Dass Leiden und Verfolgungen niemals ein Kennzeichen eines gesegneten Lebens sind. Und da sagt Paulus, du aber sei nüchtern und leide Trübsal. Das gehört in dieser Zeit mit dazu. Von daher denke ich, ist dieser zweite Timotheusbrief für uns alle in dieser Zeit eine ganz wichtige Orientierung. So, dann wollen wir hier weitermachen. Also bis etwa 1960 waren diese Lehren von der Geistestaufe, vom Zungenreden fast ausschließlich in Pfingstgemeinden bekannt. Auch hier in Deutschland, da gab es ab und zu mal den einen oder anderen Reiseprediger, der durch das Land zog. Tommy Hicks war mal hier aus Amerika und hat für viel Verwirrung gesorgt. Oder standen auch Brüder aus Deutschland auf, Hermann Zeiss, vielleicht ist der Name nach bekannt, der Gründer von der sogenannten Ekklesia, der weniger Zungenreden und Geistestaufe predigte, aber eben Heilung und Heilungsversammlungen veranstaltete. Aber im Allgemeinen haben sich diese Lehren nur in den sogenannten Pfingstgemeinden gehalten und alle anderen Kreise wurden wenig damit berührt. Aber dann geschah etwas und da wurde ein Mann zugebraucht, der heißt David Duplessis. Man nannte ihn dann auch Mr. Pentecost, also Mr. Pfingsten wurde er dann genannt. Der war dann derjenige, der die Brücken gebaut hat zu den Freikirchen und auch zu den großen Kirchen. Hier ist ein Bild von ihm, damit ihr eine kleine Vorstellung habt, wie dieser Mann ausgesehen hat. Hier ist er, kann man da was sehen, mit Billy Graham zusammen. Also dieser kleine links, das ist dieser Mr. Pentecost, David Duplessis. Der bekam schon 1936 eine Prophetie, da kam also ein ganz bekannter südafrikanischer Pfingstprediger zu ihm und legte die Hand auf seine Schulter und sagte, der Herr hat mich zu dir gesandt, um dir zu sagen, was er mir heute Morgen gelehrt gezeigt hat. Die traditionellen Kirchen werden von einer Erweckung heimgesucht werden, die alles Dagewesene weit übertrifft. Nie zuvor sind solche Dinge geschehen wie das, was kommen wird. Es wird die pfingstliche Erweckung, die sich in unseren Tagen zum Erstaunen vieler immer mehr ausbreitet und von den großen Kirchen abgelehnt wird, weit übertreffen. Aber auch diese werden sich für den gleichen Segen öffnen und dieselbe Botschaft und Erfahrung bezeugen und weitertragen, und zwar über das hinaus, was die Pfingstler zu tun vermochten. Also der Duplessis bekommt hier als Pfingstprediger eine Weissagung, die sagt, das, was kommen wird, wird alles bisher Dagewesene weit übertreffen und das, was bisher nur in Pfingstkreisen gelehrt wurde und erlebt wurde, das wird auch in diesen großen Kirchen um sich greifen. Du wirst es erleben und sehen, wie dieses Werk Dimensionen annimmt, dass die Pfingstbewegung nur eine kleine Sache im Vergleich dazu ist, was Gott durch die alten Kirchen tun wird. Große Scharen von Menschen werden zusammenkommen, wie man es nie gesehen hat. Einflussreiche Führer der christlichen Welt werden ihre Einstellung ändern und nicht nur die Botschaft, sondern auch den Segen annehmen. Dann sagte mir der Herr, ich soll dich warnen, dass er dich in dieser Bewegung gebrauchen werde. Du wirst dabei eine große Rolle spielen. Ein weiteres Wort, was ich hier auch dann abgeschrieben habe, war dann, der Herr will, dass du hingehst und diese Wahrheit mit allen Kirchen teilst. Sprich mit den Leitern,
nicht mit dem Volk, verdamme nicht andere Christen oder Kirchen. Und das ist ja sehr interessant. Jetzt möchte ich euch wieder fragen, wenn der Jesus strategisch vorgegangen ist oder die Apostel, finden wir diese Grundsätze in ihrem Dienst, sprich mit den Leitern, sprich nicht mit dem Volk. Finden wir das wieder im Neuen Testament? Und das ist interessant. Die meisten, nicht nur charismatischen, sondern auch evangelikalen Missionswerke und so weiter, die haben diese Strategie übernommen. Sucht ihr Schlüsselpersonen in der Gesellschaft, in der Politik, im Sport und natürlich auch in den Kirchen, gewinn die für deine Sache und dann hast du das ganze Volk irgendwann auch. Der Jesus und auch der Apostel sind im Allgemeinen den unteren Weg gegangen. Wer waren die ersten Menschen, die die Botschaft, die frohe Botschaft hörten? Hirten. Ganz einfache Leute, die verachtet waren im Volk, denen wurde große Freude verkündigt und die trugen das Evangelium weiter. Man hat nicht angefangen bei Herodes oder bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, sondern einfache, schlichte Leute waren es, die das Evangelium hörten. Und so haben auch die Apostel gearbeitet. Und wenn ab und zu mal ein dicker Fisch dazwischen war, den hat man nicht verachtet, aber man hat nicht seine Zukunft auf diesen Mann, auf diese Position gesetzt. Heute wird das im Allgemeinen und eben auch in der charismatischen Bewegung anders gemacht. Und angeblich hat der Herr diese Strategie dem David Duplessis gegeben, sprich mit den Leitern, nicht mit dem Volk. Das klingt alles sehr schön, aber wenn man ein bisschen die Bibel kennt, dann merkt man sofort, hier ist etwas faul. Und solch eine Stimme, die kann nicht vom Heiligen Geist sein und die muss daher dann auch abgelehnt werden. Zweiter Punkt, auch interessant, verdamme nicht andere Christen und Kirchen. Natürlich sollen wir die nicht verdammen. Das ist ganz wahr. Aber was steckt da drin? Kritisiere nicht, stelle nichts in Frage, übersehe deren falsche Lehren und Praktiken, über die Dinge rede nicht, sondern heb nur das Positive, das Verbindende heraus, damit wir dann irgendwie eine gemeinsame Einheit oder einen gemeinsamen Nenner bekommen. 1951 bekam er dann eine weitere Prophetie. Der Herr hat zu mir gesprochen, ich soll vor der Leitung des Weltkirchenrates Zeugnis ablegen. Und das war natürlich eine Granate. Die Pfingstler, die haben bis dahin die Ökumene, also den Weltkirchenrat, völlig abgelehnt. Und sie haben dann, als David Duplessis damit Kontakt aufnahm, schließlich auch diesen Pfingstprediger ausgeschlossen, weil sie es einfach nicht akzeptieren konnten, haben aber nach 20 Jahren, glaube ich, oder 30 Jahren, ihn dann wieder aufgenommen in ihre Gemeinschaft. Und der Duplessis hat dann tatsächlich Kontakte zum Weltkirchenrat geschaffen, war dann bei den meisten ökumenischen Sitzungen dabei und hat versucht dann die Führer der ökumenischen Bewegung auch mit diesen charismatischen Erfahrungen zu versorgen. Und das ist unheimlich interessant. Man kann das jetzt nicht hier breitwalzen, aber wenn das interessiert, kann das nachlesen, wie viele von diesen Führern der ökumenischen Bewegung dankbar waren für das, was David Duplessis ihnen an charismatischen Erfahrungen brachte. Weil sie nämlich merkten, hier finden wir eine Gemeinsamkeit. Bei allen theologischen Unterschieden haben wir hier eine gemeinsame Erfahrung, die uns verbindet. Und deswegen hat man ganz bereitwillig diese Erfahrung Geistestaufe, Zungenrede aufgenommen, obwohl man in der Ökumene, wie die meisten von euch wissen wahrscheinlich, die Befreiungstheologie gepredigt hat, liberale Theologie war dort in. Aber man redete in Zungen, man hatte Visionen und so weiter und das hat sie miteinander verbunden. Von 1952 an hat er also an den Tagungen des Weltkirchenrates teilgenommen. Wie er sagt, auf ausdrückliche Anweisung des Heiligen Geistes. Und 1964 war er dann auch bei dem Zweiten Vatikanischen Konzil in Rom dabei als Beobachter und schreibt dann ganz bewegt in seinem Buch, ich habe es da hinten liegen, ich glaube, man nannte ihn Mr. Pentecost, wie er dann Zeuge davon war, wie im Petersdom plötzlich in Zungen gesungen wurde und Visionen dort ausgesprochen wurden, dergleichen mehr. Und er war tief bewegt, dass viele Kardinäle und andere sich diesen charismatischen Anliegen geöffnet haben. Ja, das hat noch keine so großen Wellen geschlagen weltweit, sondern etwas anderes passierte in USA. Und da spielte ein Dennis Bennett eine große Rolle. Er war ein Pfarrer einer konservativen Freikirche und auch er hatte bestimmte Probleme.
Er sehnte sich nach mehr Nähe Gottes. Wir haben gestern schon dran gedacht, dass das eigentlich immer das Umfeld für eine neue Welle war, dass man unzufrieden war mit dem derzeitigen Zustand persönlich und auch gemeinschaftlich. Und er hatte in seiner Gemeinde so ein paar Gemeindeglieder, die die Geistestaufe erlebt hatten und in Zungen geredet hatten. Und zunächst mal war er sehr entsetzt darüber, denn er konnte das überhaupt nicht einordnen, was sie da machten. Aber die hatten eine so positive Ausstrahlung, die waren so lieb und so nett und so freundlich, dass er sagte, da muss doch wohl was dran sein. Wenn das auch sehr komisch ist, was sie praktizieren, aber ihr Leben überzeugt mich einfach und das, was die haben, das möchte ich auch haben. Dann hat er sie gebeten, bitte legt mir doch mal die Hände auf, und dann geschah plötzlich etwas. Und er schreibt davon, ich muss ungefähr 20 Minuten laut gebetet haben und ich wollte gerade aufhören, als etwas sehr Merkwürdiges geschah. Meine Zunge stolperte, so etwa wie man einen Zungenbrecher aufsagen will, und ich begann in einer neuen Sprache zu sprechen. Die Dynamik der neuen Sprache war gänzlich unter meiner Kontrolle, ob ich sprach oder nicht, ob ich laut oder leise sprach, schnell oder langsam, mit hoher oder tiefer Stimme. Das Einzige, das nicht von meinem Willen ausging, waren die eigentlichen Worte und Laute, die ausströmten. Und hier haben wir etwas Ähnliches, was wir auch gestern gesehen haben, dass plötzlich Menschen eine Erfahrung machen. Hier beschreibt er, dass er weitgehend die Kontrolle darüber hatte, aber nicht über das, was er aussprach. Also auch ein Geist bemächtigt sich seiner. Er redet plötzlich in einer anderen Sprache, aber er weiß nicht, was er sagt, und die Worte kommen getrennt von seinem Willen aus seinem Mund. Am nächsten Morgen will er seiner Frau diese Erfahrung mitteilen, aber dann berichtet sie, und das ist auch sehr interessant, ich schlief fest, als du nach Hause kamst. Aber als du deine Hand auf die Haustürklinke legtest, fuhr eine Art Kraftstrom, anders kann ich es nicht nennen, durchs Haus und weckte mich. Also der Mann drückt auf die Klinke, und dann fällt die Frau fast aus dem Bett, wird von einem elektrischen Strom irgendwie gepackt oder geschlagen oder berührt und war hellwach. Ich wusste sofort, was das zu bedeuten hatte und was du erlebt hattest. Aber ich war so müde, dass ich nicht wach bleiben konnte. Aber ich wusste es. Auch ein bisschen eigenartig, aber immerhin. Und das werden wir im Laufe der Vorträge noch spüren, dass diese eigenartigen Kraftströme, die hier ausgestrahlt werden, die ausströmen, eine große Rolle spielen. Ja, und dieser Dennis Bennett, der hat das dann auch öffentlich praktiziert, der hat sich seiner Erfahrung also überhaupt nicht geschämt. Und das war für das Fernsehen natürlich eine Attraktion. Und Dennis Bennett hat das dann vor dem Fernsehen auch praktiziert, hat in Zungen geredet und so weiter. Und dann wurde es sofort weit ausgestrahlt und etwa 1 Million Zuschauer waren damals Zeugen davon, dass also ein ehrwürdiger Pfarrer in Zungen redete. Und das war damals natürlich eine ganz große Sensation. Dennis Bennett hat dann bald auch seinen Fahrdienst aufgegeben und hat dann einen Reisedienst begonnen, um diese Erfahrung im ganzen Land zu verbreiten. Und er ist also einer der Väter der charismatischen Bewegung in den USA. Ein zweiter Mann, Larry Christensen, der auch jetzt im November in Nürnberg war, war dann ein lutherischer Pfarrer, der dieselbe Erfahrung machte und diese Erfahrung nun auch in die lutherischen Kirchen mit hineinbrachte. Also ein ganz orthodox lutherischer Pfarrer, der nach wie vor glaubt, dass man durch die Säuglingstaufe wiedergeboren wird, der an die Sakramente glaubt und so weiter, aber der in Zungen redet, der die Geistestaufe predigt und dergleichen mehr. Und einige Jahre später, 5 Jahre, begann dann in Pittsburgh die charismatische Bewegung innerhalb der katholischen Kirche. Und die wurde sehr stark beeinflusst, gerade von den Büchern von David Wilkerson. Und die waren damals in den USA sehr, sehr weit verbreitet. Das Kreuz und die Messerhelden, das hatte schweren Eindruck gemacht. Und eine ganze Reihe Katholiken, die auch hungrig waren, die auch nicht zufrieden waren mit dem Stand der Dinge da in der Kirche, haben also diese Bücher gelesen. Das hat sie völlig überzeugt, auch die Bücher von John Cheryl. Und nun begann diese Bewegung dann auch in der katholischen Kirche Fuß zu fassen. Das Interessante ist, dass entgegen aller Prophezeiungen die
Führer der katholischen Kirche, die Kardinäle und schließlich auch der Papst, diese charismatische Bewegung nicht abgelehnt haben, sondern voll integriert haben in ihre Theologie und auch in ihr Gemeindeleben. Und das ist ziemlich bedeutend, nämlich David Wilkerson hatte etwas ganz anderes prophezeit. Vielleicht kennen einige von euch seine Bücher, den Film habt ihr wahrscheinlich gesehen, Das Kreuz und die Messerhelden, und David Wilkerson ist ein Evangelist, der wirklich, das kann man schon sagen, von Gott gebraucht wurde, um vielen Drogensüchtigen ein Wegweiser zum Herrn zu sein. Und er hatte ein tiefes Erbarmen mit diesen jungen Leuten, und der hat seine Arbeit gesegnet, da möchte ich überhaupt nichts von abstreichen, und wurde dann auch der Gründer von Teen Challenge, also dieser Arbeit unter Drogensüchtigen, die weltweit heute getan wird. Und David Wilkerson war auch ein aufrichtiger Mann irgendwie. Leider war er eben typischer Pfingstprediger, und auch in seinem Buch Kreuz und die Messerhelden kommt Geistestaufe und Zungenreden hinterher vor, im letzten Teil seines Buches. Er hat das auch nie verschwiegen. Aber für mich ist das unheimlich schön, wenn ich sehen darf, dass Gott jemanden, der wirklich aufrichtig ist und treu sein möchte, auch bewahrt. Und für mich ist das ganz wunderbar, dass David Wilkerson sich inzwischen von der Pfingstbewegung getrennt hat. Und ich glaube, dass es keinen größeren Kritiker der charismatischen Bewegung, Pfingstbewegung gibt, wie David Wilkerson heute. Und wenn ihr seine Bücher lest, ich glaube, er hält immer noch fest an der Geistestaufe und Zungenreden, aber mit welch einer Deutlichkeit er die ganzen Missstände in diesen Freikirchen und die falschen Lehren brandmarkt, das ist wirklich ganz gewaltig. Ich glaube, ich habe auch das eine oder andere Buch von ihm da liegen. Aber damals hatte er prophezeit, katholische Charismatiker, die sich selbst zur unsichtbaren, übernatürlichen Gemeinde Jesu Christi zählen, gehen einer Stunde der bittersten Verfolgung entgegen. Die katholische Kirche ist dabei, den Begrüßungsteppich für alle Katholiken, die in Zungen reden und die zur pfingstlichen Lehre über den Heiligen Geist tendieren, wieder einzurollen. Starker Druck von höchster Ebene wird auf viele Priester ausgeübt werden, um das Feuer zu ersticken. Beobachten Sie den Papst. Er wird eine negative Haltung gegenüber der charismatischen Bewegung einnehmen. Die Flitterwochen sind bald vorbei. Katholische Zeitschriften werden demnächst beginnen, sich gegen diese Bewegung in ihren Reihen zu wenden und nach Säuberung zu rufen. Mehr als 500.000 Katholiken werden innerhalb kurzer Zeit zur katholischen charismatischen Bewegung gehören. Von Seiten der anderen Katholiken wird man sie beschuldigen, zu wenig Sorge für soziale Probleme zu tragen und die Tradition der Kirche zu vergessen. Man wird sie beschuldigen, sich von der Jungfrau Maria abzuwenden und die Autorität des Papstes zu missachten. Das hat David Wilkerson am Anfang dieser Bewegung prophezeit, aber genau das Gegenteil ist eingetroffen. Der Papst bis heute von höchster Ebene segnet diese Bewegung, lädt sie regelmäßig ein, ihre Leitertreffen in Rom im Vatikan durchzuführen, und es hat keine Abkehr von der Maria stattgefunden, ganz im Gegenteil, wir werden gleich noch Zeugnisse lesen, wie man durch Geistestaufe eine besonders innige Beziehung bekam zu Maria, zu den Sakramenten und auch zur Autorität des Papstes. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die wir uns da auch merken müssen, um zu sehen, dass dieser Geist, der in dieser Bewegung herrscht, wirklich nicht der Heilige Geist ist. Ich will euch jetzt mit Zahlen verschonen. Wir machen einen Sprung. 1975 war dann der dritte internationale Kongress der katholisch-charismatischen Bewegung in Rom. Und dort fand dann offiziell der erste charismatische Gottesdienst im Petersdom unter Papst Paul, damals dem Sechsten, statt. Und der hielt dann auch eine Ansprache. Dort waren also etwa 1000 Katholiken in Rom. Davon waren 750 Priester und 12 Bischöfe. Und im Petersdom hielt dann Papst Paul der Sechste eine Ansprache, die so begann: Geliebte Söhne und Töchter, ihr habt in diesem heiligen Jahr für euren dritten internationalen Kongress Rom auserwählt. Ihr habt ferner um diese Begegnung mit uns gebeten und uns ersucht, an euch das Wort zu richten. Damit habt ihr eure Treue zu der von Jesus Christus gestifteten Kirche bewiesen und eure Anhänglichkeit an all das, was für euch dieser Stuhl des heiligen Petrus bedeutet. Dieses Bemühen um euren rechten Platz in der Kirche ist ein echtes Zeichen des Heiligen Geistes. Also er hat das sehr gut verstanden, sie einzubinden, und er beendete dann seine Ansprache mit dem Aufruf: und gemäß der Lehre des gleichen Apostels feiert treu, häufig und würdig die Eucharistie. Das ist der Weg, den der Herr erwählt hat,
damit wir sein Leben in uns haben. Also hier sehen wir ganz deutlich, dass sich die Prophezeiung von David Wilkerson nicht erfüllt hat. Jetzt machen wir wieder einen Sprung. Papst Johannes Paul II., also der heutige Papst, am 15. Mai 1987, da war wieder eine internationale Leitertagung in Rom. Da sprach er: In diesem Jahr besteht die charismatische Erneuerungsbewegung in der katholischen Kirche 20 Jahre. Die Kraft und Fruchtbarkeit der Erneuerung bestätigen gewiss die machtvolle Gegenwart des Heiligen Geistes, der in diesen Jahren nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in der Kirche am Werk ist. Durch den Geist behält die Kirche beständig ihre jugendliche Vitalität. Die charismatische Erneuerung ist eine beredte Offenbarung dieser Vitalität in unserer Zeit, eine deutliche Erklärung dessen, was der Geist den Gemeinden sagt. Darum ist es wichtig, dass ihr stets bestrebt seid, eure Verbundenheit mit der ganzen Kirche zu vertiefen, mit ihren Hirten und Lehrern, mit ihrer Lehre und Disziplin, mit ihrem sakramentalen Leben und mit dem ganzen Gottesvolk. Im Hinblick darauf habe ich Bischof Cordes gebeten, als bischöflicher Berater das Büro der internationalen katholischen charismatischen Bewegung zu unterstützen und gewährleisten zu helfen, dass eure Dynamik immer gut ausgewogen ist, ebenso um das Band eurer Treue zum apostolischen Stuhl zu stärken. Und dann endet er: Liebe Freundin Christus, ihr seid im Monat Mai, im Monat unserer lieben Frau, Maria in Klammern, nach Rom gekommen. Ihr kommt gerade vor dem Pfingstfest und dem Beginn des marianischen Jahres. Möge das heroische Beispiel der Liebe, das die jungfräuliche Mutter unseres Erlösers uns gegeben hat, euch inspirieren. Ihrer Fürsprache und mütterlichen Segen vertraue ich euch an. Der Liebe ihres Sohnes Christi, des Herrn unseres Erlösers, erteile ich euch allen meinen apostolischen Segen. Bitte merkt euch das auch. Heute hat die charismatische Bewegung, ich glaube, dass man sagen kann, in der katholischen Kirche die meisten Anhänger. Und man hat es einfach verstanden, die ganzen klassischen, traditionellen Lehren mit charismatischen Erfahrungen zu verbinden. 1978 war dann ein internationaler Kongress in Dublin mit 20.000 Teilnehmern. Zwischendurch mal wieder ein Bild. Ich habe das eben vergessen. Bilder sind nicht besonders gut, aber vielleicht können wir doch ein bisschen was mitnehmen. Das war 1975 in Rom. In der Mitte, da ist der Kardinal Sünens. Der war derjenige, der also über viele Jahrzehnte die charismatische Bewegung begleitet hat und der auf allen großen Treffen gepredigt hat und dann auch eben die Messe zelebriert hat. Und um ihn herum sind einige von den internationalen Leitern der katholisch-charismatischen Bewegung. Und hier, das sind keine Katholiken, das sind Anglikaner, in ihrer Theologie teilweise protestantisch sind, aber in ihren Formen sehr katholisch geblieben sind. Die feiern da gerade auch eine Messe, und da sieht man da hinten, da packen sich an den Händen und sind da so halb am Tanzen und die entzücken sich da vorne, ihre Begeisterung. Man merkt, das passt eigentlich gar nicht zu ihren Gewändern, zu ihrer Tradition, aber gerade auch diese Kirchen sind von diesen Praktiken durchdrungen. Was mich auch ziemlich erschütternd ist, auch Männer wie Michael Green, ist er bekannt, durch seine Bücher, der hat dicke Wälzer geschrieben, gute Bücher geschrieben, auch ein Anglikaniker, ist heute voll in dieser Bewegung und arbeitet mit John Wimber zusammen, zum Beispiel. Ja, da war ein Mariologe, Lauentin, der sagte, wir haben aus ökumenischen Gründen Maria in den Hintergrund gedrängt, das hat er auf diesem Riesenkongress gesagt. Jetzt aber zeigt sich, dass diese Maria, dass ohne Maria eine Erneuerung der Kirche nicht vorankommt. Also bis dahin hatte man sich bedeckt gehalten, aber man wurde dann sehr mutig und man hat dann auch ganz offen darüber gesprochen. Kardinal Sünens, den wir eben gesehen haben, davon bin ich überzeugt, die Marienfrömmigkeit wird da, wo sie gewichen ist, in dem Maß wieder aufleben, wie stark sie auf den Heiligen Geist bezogen und aus seinem Antrieb gelebt wird. Maria wird dann ganz natürlich als die erste Charismatikerin erscheinen. Dann Joseph Orsini. Für mich war das immer ein Rätsel, wie ausgerechnet der Leuchterverlag, der Pfingstverlag, dieses Buch in seinem Verlag aufgenommen hat. Das war also auch irgendein ein Würdenträger in der katholischen Kirche.
Eine der großen Stärken der charismatischen Erneuerung ist es, dass auf einem echten Bekehrungserlebnis bestanden wird, das uns zu lebendigem Glauben, echter Liebe des Gebets, und jetzt kommt's, und der Eucharistie, besserer Erkenntnis des Sakraments der Beichte, der Heilung oder Erneuerung zerbrochener menschlicher Beziehungen und zur Treue gegenüber Bischof und Papst führt. Und seht ihr hier diese Vermischung? Bekehrung, lebendiger Glaube, Liebe des Gebets und jetzt auf einmal Eucharistie. Und für mich ist Eucharistie absoluter Götzendienst. Für die, die das unter uns vielleicht nicht wissen, man lehrt in der katholischen Kirche, dass bei der Eucharistie oder beim Abendmahl, wenn der Priester Kraft seiner Autorität dann den Segen spricht, dass diese Hostie, das Brot, in Leib Jesu verwandelt wird. Dass hier also eine Wesensverwandlung vollzogen wird. Das ist nicht mehr Brot, sondern Leib Christi. Und dass der Wein verwandelt wird in Blut Christi. Und dass dann beides Gott geopfert wird bei jeder Messe. Das ist die Lehre der katholischen Kirche über die Eucharistie. Und stellt euch das mal vor, das sagt man, wenn der Heilige Geist wirkt in unserer Kirche, in der charismatischen Bewegung, dann werden wir ein tieferes Verständnis von dem Wunder bekommen. Das ist also eine solche gräuliche Irrlehre. Also das riecht mir unheimlich auf, wenn ich so etwas lese. Und zur Treue gegenüber Bischof und Papst führt. Naja, und wenn man so ein bisschen die Kirchengeschichte kennt, wenn man die Lehren der katholischen Kirche kennt über den Papst, dass er beansprucht, dass er der Leiter und Lehrer aller Christen ist und aller Menschen ist, Stellvertreter Christi auf Erden, dass die Protestanten da nicht auf die Barrikaden gehen, wenn sie solche Sachen lesen. Luther hat den Papst als den Antichristen bezeichnet. Aber wenn das heute einer zu sagen wagte, ich weiß nicht, was mit dem passiert. Ja, Billy Graham zum Beispiel, der sagt öffentlich, dass er den jetzigen Papst für einen der großen Leiter der Christenheit hält. Und er lädt ihn ein und er begleitet ihn und er gibt ihm Empfehlungen. Er sorgt für die Verbindungen zum Vatikan und dergleichen mehr. Das ist eine absolute Katastrophe. Francis McNutt, ein Buch liegt auch von ihm da, ein ganz bekannter Mann in der katholisch-charismatischen Bewegung. Während der Dialogpredigt bei einer Eucharistiefeier mit etwa 40 Priestern, sagte ein Priester kürzlich, die Eucharistie wäre ein heilungsspendendes Sakrament. Ich fragte daraufhin, ob einer der Anwesenden schon einmal eine Heilung während der Messe erlebt hätte. Niemand konnte sich an etwas Besonderes erinnern. Ich selbst weiß von mindestens einem halb Dutzend Heilungen während Eucharistiefeiern, in denen keine Gebete gesprochen wurden als die liturgisch vorgeschriebenen. Hunderte von Heilungen sind geschehen, wenn ich in die übliche Messtexte Heilungsgebete eingefügt habe, etwa nach der Kommunion oder nach dem Segen. Also das ist interessant, sein Buch Kraft zu heilen. Da belegt er drin, wie in der katholischen Kirche gerade durch die Eucharistie, durch die Sakramente auch körperliche Heilungen geschehen. Und das ist für mich ein ganz klares Zeichen dafür, dass niemals hier der Heilige Geist am Werk ist, sondern andere Kräfte sich regen. Und das für mich Tragische ist, dass die Pfingstbewegung, die also jahrzehntelang gegen die katholische Kirche ganz klar in ihren Lehren gestanden hat und gewarnt hat davor, die stand natürlich vor einem großen Problem. Hier sind also jetzt Katholiken und erleben eine Geistestaufe. Die fangen an, in Zungen zu reden. Aber auf der anderen Seite führt das nicht, wie Wilkerson gesagt hat, zu einer Trennung von der Kirche, sondern ganz im Gegenteil, die Marienfrömmigkeit wird da, wo in Zungen geredet wird, größer und die Liebe zu den Sakramenten wird inniger. Was sollten sie jetzt machen? Eigentlich müssten ja die Pfingstler dann ihre Lehre mal überprüfen. Wie ist das möglich? Aber sie haben nicht die richtigen Schlüsse rausgezogen und leider ist man jetzt inzwischen dabei, von höchster Ebene diese ganze Bewegung in der katholischen Kirche als ein Wirken des Heiligen Geistes zu erklären. Das war früher anders. Damals schrieben die Pfingstler, als dann an einem Wochenende zahlreiche katholische Studenten mit dem Heiligen Geist getauft wurden, da stellte ein Pfingstevangelist die Frage, da ihr nun den Heiligen Geist empfangen habt, wann wollt ihr die katholische Kirche verlassen? Erstaunt antworten sie, wir haben überhaupt nicht vor, die Kirche zu verlassen. Die einstiegende Ansicht der klassischen Pfingstler zu der Zeit war, dass der Heilige Geist früher oder später den Katholiken die Augen öffnen würde. Aber in dem Maß, wie die Zeit verstrich,
wurde es offensichtlich, dass sie doch entschieden waren, Katholiken zu bleiben und dass die Hierarchie die Bewegung zum Nutzen der römischen Kirche vereinnahmte. 5 Hypothesen wurden darauf geäußert, um die Haltung dieser Katholiken zu erklären, die weiterhin den Lehren und Praktiken ihrer Kirche folgten, während sie versicherten, den Heiligen Geist empfangen zu haben. Also die Pfingstler haben jetzt 5 Hypothesen aufgestellt. Wie ist das möglich, dass man den Heiligen Geist empfangen hat, in Zungen redet und doch ganz bewusst Katholik bleibt? Die erste Erklärung war, diese Bewegung ist erst in ihren Anfängen. Die Katholiken, die dazugehören, werden sich später ändern. Kann man irgendwie verstehen. Die haben noch nicht so ein Licht und je mehr die Bibel lesen und so weiter, wird ihnen sicher klar, sie müssen sich vom Papst und von diesen Sakramenten trennen. Die zweite Erklärung, diese Bewegung kommt vom Heiligen Geist, aber die katholische Hierarchie hat es verstanden, sie zu ihrem Nutzen zu kanalisieren. Da ist sicher was Wahres dran. Die dritte Erklärung, diese Bewegung ist die Erfüllung der Prophetie, ich werde meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen und beweist, dass der Heilige Geist über unsere religiösen Vorurteile steht und jeden, unabhängig von seiner Lehre, retten kann. Die vierte Hypothese, diese Bewegung ist nur eine Inszenierung, um den Protestanten in die Falle des Ökumenismus zu locken. Also ist von Pfingsten an. Die fünfte Hypothese, diese Bewegung ist eine Fälschung des Teufels und bereitet das Kommen des Antichristen vor. Also ihr merkt, von 1 bis 5 ist hier eine ziemliche Steigerung. Aber heute, und ich zitiere jetzt aus dem sehr empfehlenswerten Buch In den Wind geredet, was da hinten ausliegt, erklärt einer der Sprecher der weltweiten Pfingstbewegung, Dr. Sünan, der auch mehrere Bücher geschrieben hat, es ist klar, dass die christliche Sache in den letzten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts und in den ersten des folgenden mehr und mehr in den Händen der Katholiken und Pfingstler sein wird. Die einzige Brücke zwischen diesen beiden Gruppen, zumindest auf Volksebene, sind die Charismatiker. Das Pfingstlertum, das die Kraft des Heiligen Geistes betont, ist heute die größte Stärke in der Christenheit. Es ist die Kraft, die das Christentum revolutionieren wird, und es ist das, was Pfingstler und katholische Charismatiker gemeinsam haben. Also der erklärt ganz kühn und deutlich, dass also im letzten Jahrzehnt und dann auch im dritten Jahrtausend die ganze Christenheit in den Händen von Katholiken und Pfingstlern sein wird und dass die charismatische Bewegung dazu die Brücke gebaut hat. ...1981 kam es dann in Deutschland zu Olympia 81. Vielleicht sind noch einige da, die das so ein bisschen am Rande mitbekommen haben. Damals hatte ja Volkert Spitzer hier sitzt er ein bisschen frustriert im Olympiastadion, weil nicht die 100.000, die er prophezeit hat, sondern nur etwa 10.000 bis 15.000 gekommen sind mit seiner Frau, von der er sich dann später für einige Jahre getrennt hat, aber inzwischen wieder mit ihr zusammen lebt. Dieser Mann war als Übersetzer von David Wilkerson bekannt. Er hatte in Berlin unter den Fixern und so weiter gearbeitet und etwas Ähnliches erlebt wie David Wilkerson, nicht in dem großen Stil. Aber in den 70er Jahren, als die Jesus People Bewegung hier nach Deutschland kam, war sein Name in vielen Zeitungen, Bild-Zeitung berichtete, wie er in der Havel dann die ersten Leute getauft hat und so weiter, die One-Way-Teestuben und so weiter erschienen. Dann die One-Way-Zeitung, ich weiß nicht, wer von euch diese Zeit noch ein bisschen miterlebt hat, die meisten von euch, die werden dann noch in ihren Kinderschuhen gesteckt haben. Aber ich habe das sehr bewusst miterlebt, die ganze Hippie-Bewegung und dann die Jesus-People-Welle, und da war hier in Deutschland schon was los. Und auf den ersten Blick, da konnte man gar nicht so genau unterscheiden, ist das nun ein Hippie, ist das ein Drogenfreak oder ist das einer von den Jesus-People? Die sahen nämlich gleich aus, hatten alle ihre langen Haare, liefen oft barfuß rum, hatten ihre lange Tasche und man wusste jetzt nicht genau, ziehen sie jetzt eine Haschpfeife aus der Tasche oder eine Bibel. Das war so ganz interessant. Damals kamen dann auch die ersten großen Konzerte, Open Air und so weiter auf, und es war unter der Jugend eine unheimliche religiöse Offenheit. Dann kamen auch die wie heißt sie noch, von den Children of God, die Faith Dietrich, und erzählte dann von der Children of God Bewegung in den USA, und die wurden dann auch so als Paradepferd in allen Evangelisationen mit umhergeführt, ob das Ulrich Pazani war oder wer auch immer. Sie haben sogar eine Bleibe gefunden, kurze Zeit im CVM in Essen.
bis sich herausstellte, dass genau diese Gruppe mit ihren Zungenreden, mit ihren Geisterfahrungen, mit ihren Tausenden von Bekehrungen zu missionieren die Prostitution einsetzte. Auch die Mädchen wurden auf die Straße gestellt und ihnen wurde gesagt, wenn man zeigt den Männern Liebe und nimmt sie mit ins Bett und so weiter, das wird ein Weg, ein Mittel sein, um sie für Christus zu gewinnen und für unsere Gruppe. Da gibt es also ganz erschütternde Berichte für. Ein Buch gibt es heute noch nicht für 1 Million. Da schreibt ein Mädchen ihre Erfahrung der Bewegung und dann dieses sehr gute Buch, Die ungeschminkte Wahrheit, wo eine Tochter von der Mose David, also die Schwester von der Faith Dietrich, die jahrelang in dieser Bewegung war, sich dann davon getrennt hat, sich wirklich bekehrt hat, die ganzen Anfänge dieser Bewegung schildert. Ich sage euch, das ist so erschütternd, wenn ihr erlebt, wie hier einfach deutlich wird, welch eine Vermischung stattfindet. Das sind junge Menschen gewesen, die wirklich zum Glauben gekommen sind, die eine Liebe hatten zum Wort Gottes. Aber irgendwie hat der Teufel das geschafft, diese total unsauberen und unnüchternen Lehren da reinzubringen, dass die wirklich im Glauben und mit Gebet mit Männern ins Bett gestiegen sind und in finsterster Hurerei gelegen haben. Und jetzt auch ein Beispiel, der Führer Mose David, der dann bald auch von der Polizei gesucht wurde, der lebt also, soweit ich weiß, auch heute noch, der erzählt dann auch, wie er selbst die Geistestaufe und das Zungenreden bekommen hat. Und er schreibt selbst, dass er in dem hinteren Teil eines Wohnwagens lag, zwischen 2 nackten Frauen, als dann der Geist über ihn kam und er zum ersten Mal in Zungen redete. Und dann frage ich euch, was ist das für ein Heiliger Geist, der auf diese Art und Weise sich Menschen bemächtigt? Luther war, oder ob das Ulrich Pazani war, der konnte durch die Reihe gehen, bis in unsere Versammlung hinein, die waren total begeistert von dieser Bewegung. Und erst nach ein paar Jahren, da wurde man wach und merkte, worauf man sich eingelassen hat. Und dann hat Ulrich Pazani, das habe ich ihm hoch angerechnet, öffentlich hat er Buße getan, dass es möglich war, dass er dieser Bewegung hier in Deutschland irgendwie doch ein Podium gegeben hat. Volker Spitzer war also damit eng verbunden und er führte dann auch durch den Geist geleitet, ich glaube 12 Kreuzzüge durch Deutschland durch. Und dann hatte er die Vision und den Auftrag, miete im nächsten Jahr das Olympiastadion in Berlin. Ich will es füllen. Und dann ging diese Vision durch ganz Deutschland und durch die ganze Welt. Und dann sprach davon, dass der Heilige Geist endlich über Deutschland und über Europa, aber ich glaube, es war zunächst mal Deutschland, ausgegossen werden sollte. Er sprach überall von der größten Luftbrücke der Weltgeschichte. Also ich glaube, allein 10.000 oder 15.000 Amerikaner sollten kommen. Und er hatte alle eingeladen, ob das die Fischerchöre waren oder Johnny Cash und Pat Boone und Politiker und Jesse Owens, der 1936 im Olympiastadion, ich weiß nicht, wie viele Goldmedaillen bekommen hatte, der sollte da auch eine Ehrenrunde laufen. Und das ist auch so typisch dafür. Damals hatte ja Adolf Hitler ihm nicht die Hand gegeben, unter dem Bann, der auf Deutschland nach, und da sollte jetzt alles nachgeholt werden. Ich glaube, Jesse Owens aber war 81 schon gestorben, er lebte schon gar nicht mehr. Aber das hatte alles Volker Spitzer vorher schon gesagt, wer alle kommen würde. Und es kamen dann tatsächlich nur etwa, die Zahlen schwanken, zwischen 8.000 und 15.000 Leuten. Ich habe also Bilder von dem Olympiastadion. Ich war damals ziemlich beteiligt an der ganzen Geschichte. Ich hatte Spitzer ein paar Mal gehört und habe dann eine kleine Schrift geschrieben, Erweckung oder Abfall. Der holländische Bruder hinten, der kann sich noch gut entsinnen an diese Zeit. Wir sprachen gestern darüber. Und zwar war mir aufgefallen, nachdem ich einige Kassetten von Spitzer gehört hatte, dass er sich widersprochen hatte. In der ersten Version seiner Vision hatte er gesagt, dass der Heilige Geist ihm gesagt hat, miete im nächsten Jahr das Olympiastadion, ich will es füllen. Dann hat er versucht, das Olympiastadion zu mieten, aber war kein Platz mehr. Und dann konnte die Vision also nicht erfüllt werden. Und dann war seine zweite Version der Vision, dass der Heilige Geist über ihn gekommen ist und gesagt hat, miete das Stadion, ich will es füllen. Mit keiner Zeitangabe. Naja, das war für mich natürlich der erste Warnschuss. Und dann habe ich mir die ganzen Predigten angehört und seine Schriften gelesen, festgestellt, das kann niemals vom Heiligen Geist sein. Und entweder ist das jetzt nur ein Wirken des Heiligen Geistes und da müssen wir uns anschließen, oder aber das ist wirklich eine Aktion des Teufels und da müssen wir davor warnen. Wir können hier nicht neutral bleiben. Da habe ich mich entschlossen, dann da eine Schrift zu schreiben, nachdem ich vorher auch ein Gespräch mit ihm hatte und auch mit Günther Oppermann damals, der sein Mitarbeiter war, und das war hochinteressant.
Zum Beispiel hatte ich auch festgestellt, dass auf seinen Einladungen zu seinen Missionsreisen nach Asien auf den Einladungen ziemlich leicht bekleidete Mädchen waren. Und das war für mich auch so ein Indiz und ein alter Verdacht, dass das sogenannte Heilige Geist und ziemlich lockeres Leben auf sexuellem Gebiet sehr nah beieinander liegen. Habe ich ihn dann gefragt, ja, wenn ihr solche Missionsreisen macht, warum habt ihr dann nötig, damit so halb bekleideten Mädchen da zu werben und so weiter? Da hat er nur mitleidig gelächelt und gemeint, ich wäre wohl etwas verklemmt auf diesem Gebiet. Dann habe ich gefragt, hör mal, wenn ihr so wirklich Heiliger Geist und dergleichen mehr, wie ist das möglich, Volker Spitzer, dass du in Wuppertal, in den Zogerstätten, kommst mit Mercedes vorgefahren, das ist wie im Film, wie im Krimi, der Wagen fährt vor, quietsch, Bremse, so ein paar Butler steigen aus, reißen die Tür auf, da kommt einer mit dem Aktenkoffer dann und marschiert dann, hier, wo ist der Chef, so ungefähr, in die Zogerstätten, um dann seine Abendstunde zu veranstalten. Wie ist das möglich? Ja, die haben mich wirklich bemitleidet, so, wie naiv und wie puritanisch und wie verklemmt ich bin und sagte einfach, also werden eben amerikanisch geprägt und werden nicht so kleinkariert wie ich und dergleichen mehr. Naja, ein paar Jahre später, wie die meisten von euch wissen, wurde dann deutlich, wie Spitzer selbst in diesen Sünden gelebt hat. Und ich bin sehr dankbar und froh, dass er das auch bekannt hat und sich davon inzwischen wieder getrennt hat und mit seiner Frau zusammenlebt. Aber wisst ihr, gerade weil ich so viele Erfahrungen gemacht habe mit Brüdern, die also als Werkzeug Gottes vorgestellt wurden, aber gleichzeitig wirklich in schlimmen moralischen Sünden lebten und gelebt haben, lasse ich mich auch nicht mehr bluffen von sogenannten Erweckungen und von tausenden Bekehrten. Das dürfen wir einfach nicht machen. Spitzer stand damals unter dem Einfluss von Jonghee Cho und hatte dann auch vor der ganzen Aktion Olympia 81 jedem seiner Gemeindeglieder und Freunde ein Bild gegeben vom leeren Olympiastadion. Und jetzt greife ich schon etwas vor, heute Abend werde ich es ein bisschen erklären. Dann sollte visualisiert werden. Und dann wurde gesagt, jede Hausfrau stellt bitte dieses Bild vom leeren Olympiastadion an ihre, oder heftet das an die Spüle. Und während sie spült, guckt sie immer drauf und dann wird dieses Stadion vollgebetet. Und du, Geschäftsmann, auf deinen Schreibtisch, leeres Stadion, das musst du jetzt visualisieren und das muss voll werden mit Leuten. Das ist also eine typische Lehre von Jonghee Cho, die er übernommen hat und die dann auch Eingang gefunden hat hier in Deutschland, dass man also Kraft seines Geistes und seiner Fantasie das Stadion füllt. Aber schließlich war doch eine gähnende Lehre da, ziemlich frustrierend. Er musste hinterher dann um viel Geld betteln, damit man überhaupt die Mietkosten und so weiter bezahlen konnte. Das war für ihn wahrscheinlich ein ziemlicher Schock. Und vielleicht auch der Grund, warum er ein paar Jahre später dann völlig verschwunden war. Man wusste gar nicht, wo er lebte. Und jetzt im vorigen Jahr, glaube ich, vor 2 Jahren, ist er wieder aufgetaucht. Inzwischen wieder aktiv als Missionsprediger in der dritten Welt. Inzwischen auch in Russland, in Petersburg und so weiter. Hat wieder sein Missionswerk gegründet und, naja, ich denke, dass er auch bald wieder Schlagzeilen machen wird in evangelikalen Zeitschriften. 1982, ein Jahr später, fand ein charismatischer Kongress statt in Straßburg und der war in jeder Beziehung gut gelungen. Dort waren also 20.000 Leute da, der Saal war voll, etwa 65% Katholiken. Unter den Rednern waren einige, die vielleicht bekannt sind, Heribert Mühlen, das ist also der Leiter der katholisch-charismatischen Bewegung in Deutschland gewesen, Michael Harper, David Duplessis natürlich aus Mr. Pentecost, Paul Tuaspan. Interessanterweise gehört jetzt zum Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz. Also falls jemand von euch sich noch dafür begeistert, der sollte auch wissen, worauf er sich da einlässt. Und Arnold Bittlinger, sein Sohn Clemens Bittlinger ist bei euch hoffentlich nicht so beliebt oder seine Schallplatten. Entschuldigt diese Worte. Also das ist der Vater von Clemens Bittlinger, einem Liedermacher, der bei jungen Leuten ziemlich bekannt ist. Ganz kurz zur charismatischen Bewegung in Deutschland. Die begann 1968 in Schloss Kraheim, falls das ein Begriff ist. Dort wurde ein Lebenszentrum für die Einheit der Christen gebildet und die Männer, die da zusammen waren, waren einmal Rainer Friedemann Edel aus Lüdenscheid. Leute, die zum Wiedenhof gehen, werden den vielleicht ab und zu dort mal treffen. Er hat ein bisschen orthodox-mystischen Einschlag. Er kümmert sich sehr viel um die orthodoxen Leute in Russland und hat auch einen Verlag, wo verschiedene Bücher aufgelegt wurden.
dann Willard Becker. Willard Becker wurde dann der Gründer der Ruferbewegung. Er war ein Baptist. Und seine Bücher erschienen dann auch im Brockhaus Verlag, im Onken Verlag, wurden damals in sehr vielen Auflagen gedruckt und gelesen. Und gerade Willard Becker war derjenige, der die charismatischen Erfahrungen vor allem in die Baptistenkreise brachte und auch in die Brüderbewegung. Und weil Willard Becker Beziehungen hatte auch nach Wiedenest, besonders zu einem der theologischen Lehrer dort, zu Armin Riemenschneider, hatte die charismatische Bewegung also zumindest, ich drücke mich jetzt vorsichtig aus, einen kleinen Finger auch in Wiedenest und damit auch in der Brüderbewegung. Das hören die Brüder dort natürlich nicht gerne, aber man kann es einfach nicht leugnen. Armin Riemenschneider hat sich letztes Jahr erst dort verabschiedet als theologischer Lehrer und Leiter, glaube ich sogar. Aber er war derjenige, der dann auch den Roland Braun, ein ganz extremer Charismatiker mit wirklich schlimmen Lehren, oft nach Wiedenest eingeladen hat. Er war derjenige, der ihn übersetzt hat und über ihn eingeführt hat und dafür gesorgt hat, dass auch seine Bücher im Brockhaus und Onken Verlag erschienen, die bis heute, soweit ich weiß, glaube die Macht des Gebets und so weiter, ist heute noch im Onken oder Brockhaus Verlag, ist ja ein Verlag inzwischen, erhältlich. Und damals hatten die tatsächlich einen Fuß auch in der Bibelschule und das ist auch der Grund dafür, warum auch in diesen Bundesversammlungen irgendwie doch noch eine offene Tür da ist oder irgendeine Affinität zu bestimmten charismatischen Lehren. Willard Becker hat diese Erfahrungen, Geistestaufe, Zungenreden, soweit in seinen Büchern ganz offen angesprochen. Ich verstehe nicht, warum man das damals nicht gemerkt hat. Ich habe mich schwarz geärgert, wenn ich in den letzten Jahren in der ehemaligen DDR war. Da gab es ja kaum Verlage und kaum Bücher, aber eins gab es auf jeden Fall, Bücher von Willard Becker. Wo sind hier unsere Sachsen? Stimmt's? Ja, guck mal drauf. Ich meine, Gott sei Dank ist die Zeit vorbei. Aber das hat mich so traurig gemacht, dass ausgerechnet die Bücher von diesem Mann, der sich dann auch hinterher sehr negativ entwickelt hat, inzwischen hat er alles verworfen. Er ist dann Gruppendynamiker geworden, Psychotherapeut heute inzwischen. Seine Bücher werden sogar vom Brockhaus Verlag heute abgelehnt. Das will was heißen, sage ich euch. Die erscheinen inzwischen im Kreuzverlag. Im Kreuzverlag, wo Dorothee Sölle und andere erscheinen, zusammen mit Ulrich Schaffer, der auf einer ähnlichen Welle ist und der leuchtet, man kann sagen, Himmel und Hölle und sein Buch Wandlungen und andere, vielleicht habe ich das eine oder andere da auch liegen, das ist einfach erschütternd, wie ein begabter Evangelist, der viele zum Herrn geführt hat, durch diesen Einfluss irgendwie auf diese Schiene kam und jetzt einer ist, vor dem man ganz massiv warnen muss. Und ich weiß, dass manche von euch wahrscheinlich die Gedichte von Ulrich Schaffer noch lieben, aber ich kann euch nur bitten, prüft das und ja, ich kann nur davor warnen. Das heißt aber nicht, dass manches auch gut ist, was sie geschrieben haben. Und die ersten Bücher manche Anregungen gegeben haben, auch in den Gedichten Dinge ausdrücken, die sehr positiv sind. Ein weiterer war Siegfried Grossmann, der heute noch bei den Baptisten eine Rolle spielt. Und auch seine Bücher sind im Onken Verlag bis heute erschienen. Und Eugen Medalet, der nicht so bekannt ist, war ein katholischer Priester, soweit ich mich entsinne. Dort war auch dabei Wolfram Kupfermann im Hintergrund, damals noch einigermaßen jung. Aber er kriegte die ganze Bewegung um Schloss Graham mit und ist damals auch, glaube ich, als Vikar von diesen Leuten etwas geprägt worden. Also da hat eigentlich die charismatische Bewegung in Deutschland angefangen und hat dann sich schnell verbreitet. Man hatte Larry Christensen eingeladen, der Arnold Bittlinger war auch oft mit diesen Brüdern hier zusammen. Der hat diese Lehren in die evangelischen Kreise gebracht, Willard Becker und Siegfried Grossmann vor allem in die Baptistenkreise und in die Freikirchen, Eugen Medalet in die katholische Kirche. 71 fing Spitzer in Berlin an, brauche ich nicht mehr viel zu sagen. 72 war Paderborn die Hochburg der katholischen Charismatiker. Inzwischen hat sich das etwas verlagert. Und damals war Heribert Mühlen einer der Gründer und Väter der katholisch-charismatischen Bewegung. Er war ein Jesuit, so viel ich weiß, ein Dogmatikprofessor auf der Uni in Paderborn. 1976 bildete sich dann die geistliche Gemeindeerneuerung in der evangelischen Kirche. Da komme ich vielleicht noch ein bisschen drauf zu sprechen, weil diese Bewegung auch in Verbindung mit der dritten Welle eine große Rolle spielt. 1979 war dann glücklicherweise das Ende der babylonischen Gefangenschaft, das habe ich euch gestern schon ein bisschen erklärt.
als Volkert Spitzer in Berlin dann diese Konferenz startete. Ich lese euch das nochmal vor, wie das war. Spitzer erzählt, ich zitiere jetzt aus einer Predigt, die ich also selbst auf Kassette gehört habe. Vor einiger Zeit kam eine Nachricht zu mir, eine Botschaft in anderen Sprachen, also Zungen und Auslegung. Die 70 Jahre eurer Gefangenschaft werden nächstes Jahr von Deutschland gewendet werden. Dann fiel mir plötzlich ein, dass im Jahr 1909 eine Erklärung in Deutschland unterschrieben worden ist, dass das Wirken des Heiligen Geistes nicht das Wirken des Heiligen Geistes sei. Und als ich dann in der Stille war, sprach der Herr zu mir. In diesem Land, in Deutschland, in der Stadt, in der diese Erklärung unterzeichnet worden ist, rufst du einen Kongress zusammen und holst Gottesmänner. Gottesmänner, die wirklich unter der Führung des Geistes Gottes stehen, aus den verschiedenen Nationen und bringst sie für eine Woche zusammen. Und dann soll das Ergebnis dieses Kongresses sein, dass diese Männer Gottes aus den verschiedenen Nationen, katholisch, lutherisch, methodistisch, baptistisch, pfingstlerisch, mennoniten, presbyterianer, zusammenkommen und schreiben eine neue Erklärung und schreiben, Heiliger Geist, wir beugen uns, wir demütigen uns vor dir, wir bitten um Vergebung, wo wir die anderen Brüder nicht mehr verstanden, geliebt haben, weil wir missverstanden worden sind, wo ein Geist der Versöhnung aus dieser Erklärung herausspricht, der Liebe, der Anerkennung, der Annahme und dann, Heiliger Geist, wir geben dir Raum. Komm zurück nach Deutschland und such unser Volk heim, Europa und die ganze Welt. So kam es dann, dass also dann die Ostererklärung am Ostern 1979 unterschrieben wurde und dann die babylonische Gefangenschaft der Christen in Deutschland ein Ende gefunden hat. 1981 haben wir schon davon gesprochen, war Olympia, 81 dann in Berlin. Jetzt noch kurz zu einigen in Deutschland aktiven charismatischen Gruppen. Das ist zuerst einmal Jugend mit einer Mission. Und das ist nicht nur eine aktive charismatische Gruppe, sondern auch eine attraktive charismatische Gruppe. Sind wahrscheinlich die nettesten und glaubwürdigsten Vertreter dieser Bewegung. Und die haben Eingang gefunden, auch in andere Kreise, vor allem durch ihre Lieder und durch ihre Musik. Also die meisten Chorusse, die heute gesungen werden, die wie Ohrwürmer eingehen und auch in den meisten Fällen biblische Texte haben, kommen von Jugend mit einer Mission. Die haben viele begabte Musiker und Texter. Sind diejenigen, die auch mit Pantomime angefangen haben, zu evangelisieren. Das haben ihnen dann viele nachgemacht. Sie sind diejenigen, die in den letzten Jahren auch besonders den Tanz pflegen, als Ausdrucksform der Verkündigung. Und die in neuerer Zeit vor allem auch Anbetungsteams schulen und die auch eine Sache der Bibel neu entdeckt haben, die wir Evangelikalen im Allgemeinen, in der Brüderbewegung nicht so sehr, im Allgemeinen völlig vernachlässigt haben, nämlich die Anbetung Gottes. Gestern, die Verführer, wir sprachen schon kurz darüber, das ist wirklich interessant. Die Anbetung Gottes nimmt in der Bibel einen ganz großen Raum ein, im Alten Testament, im Neuen Testament. Das ist eigentlich unser erster, großer, wichtigster Auftrag, den wir als Christen haben, Gott zu lieben, ihm zu dienen, ihn anzubeten. Aber darüber hat man jahrzehntelang geschwiegen. Du wirst in den vergangenen Jahren kaum ein Buch über Anbetung gefunden haben. Und Gott sei Dank in der Brüderbewegung hat Anbetung doch noch wenigstens formell einen Rahmen gehabt, in dem man jeden Sonntag zum Brotbrechen zusammenkam. Und diese Charismatiker, Jugend mit einer Mission, die haben das entdeckt und gemerkt, etwas ganz Entscheidendes fehlt in unserem Christsein. Und haben dann einen Stil der Anbetung geprägt, der, wie ich glaube, mit wirklicher Anbetung nicht sehr viel zu tun hat. Bitte verzeiht mir dieses Urteil. Aber die immerhin einen wichtigen Begriff und eine Sache der Bibel ernst genommen haben. Und das rechne ich ihnen irgendwie hoch an. Und die sind diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass heute in der charismatischen Bewegung und auch in der dritten Welle die Anbetung eine große Rolle spielt. Und ich muss mich wirklich zutiefst schämen, wenn ich daran denke, wie wir als Leute der Brüderbewegung oft so schludrig und gleichgültig und, ohne innere Beteiligung Anbetung Gottes praktizieren. Wenn du heute auf einen charismatischen Kongress fährst, wirst du als allererstes erleben, dass man eine halbe Stunde sogenannte Anbetungszeit hat, wo man Gott lobt und wo man Lieder singt und betet und so weiter, weil die kapiert haben, das Erste und Wichtigste in unserem Leben ist nicht Evangelisation oder Diakonie, sondern Anbetung Gottes. Und egal, was daraus geworden ist oder was sie daraus gemacht haben, die haben eine ganz wichtige Sache des Neuen Testamentes entdeckt und publik gemacht. Dass sie
jetzt Lieder gedichtet, getextet haben und vertont haben, die sehr auf der Gefühlsebene liegen und dass man anfängt jetzt mit erhobenen Händen und schunkelnd dann Gott anzubeten und oft ein bisschen in Ekstase fällt und so weiter, das ist natürlich eine Sache, die, glaube ich, mit wirklicher Anbetung Gottes nichts zu tun hat, sondern mit einem Gefühlsrausch, dass man, um Anbetung zu praktizieren, jetzt auch Leute musikalisch schult, ist da keine Anbetung denkbar, ohne Musikbegleitung zum Beispiel. Man hat im Hintergrund ganz leise eine Orgel oder Klavier, eine Geige fiedelt ein bisschen und die Stimmung wird gemacht, bis dahin, dass man mit Lichteffekten und auch mit Gasbomben oder was weiß ich, mit Rauchbomben, Entschuldigung, arbeitet, um alle Sinne irgendwie zu erreichen und zu stimulieren zur Anbetung Gottes. Aber bitte versteht das richtig. Ich kann nur sagen, wir müssen uns schämen, dass wir solch ein wichtiges Thema vernachlässigt haben und dadurch ein Vakuum entstanden ist, was die Charismatiker, besonders Jugend, mit einer Mission entdeckt hat und nun mit anderen Dingen gefüllt hat. Deswegen kann ich auch nicht so negativ darüber urteilen, weil ich hier unsere große Schuld sehe. Und heute ist es so, dass man also zu Wochenenden und zu Freizeiten kommen kann, um in Anbetung geschult zu werden. Aber ich denke, uns ist allen bewusst, Anbetung Gottes kann man nicht trainieren, kann man nicht stimulieren. Deswegen möchte ich auch euch bitten, die ihr so ein bisschen Sehnsucht habt zu allen möglichen charismatischen Veranstaltungen, das ist ansprechend, das ist gar keine Frage. Wenn da 1000 oder 2000 Leute mit erhobenen Händen am Singen sind, nette, schöne Lieder, süße Melodien und dergleichen und verklärt zum Himmel aufschauen, man kann ihnen auch eine Aufrichtigkeit nicht absprechen, aber ist das Anbetung Gottes? Wenn wir im Neuen Testament Anbetung finden und auch im Alten Testament, dann ist es in den meisten Fällen ohne Worte. Da sinkt jemand auf die Knie oder fällt auf sein Angesicht und ist kaum noch eines Satzes fähig, er ist so ergriffen von der Heiligkeit und Größe Gottes, dass er es kaum noch ausdrücken kann. Und ich glaube, dass Anbetung Gottes eine Sache des Herzens ist und nicht unbedingt eine Sache des Mundes. Natürlich wird sich das auch ausdrücken in Gebeten oder in Liedern, aber bitte lernt zu unterscheiden, was hier wirklich nur seelische Stimulation ist und was wirklich Anbetung Gottes in Geist und Wahrheit ist. Jugend in einer Mission ist sehr aktiv in der Straßenevangelisation. Sie waren diejenigen, die, ich glaube, 1970 zum ersten Mal nach Deutschland kamen und in München, als dieses Massaker da war, erinnert ihr euch? 72, Entschuldigung, evangelisiert haben und dort waren sie alle zusammen, die ganzen Evangelikalen mit Jugend mit einer Mission, die man damals noch nicht so durchschaut hat. Damals wurde dann auch das Schloss Hurlach gemietet und als Zentrum von Jugend mit einer Mission dann ausgebaut. Man führt Konferenzen durch, arbeitet unter Drogensüchtigen, eine reiche Literatur. Man hat inzwischen, glaube ich, sogar zwei Missionsschiffe. Anastasis, glaube ich, heißt eins. Andere Namen habe ich vergessen. Man hat sich sehr an OM orientiert. Wenn ich mich nicht irre, war auch Lauren Cunningham, der Gründer von Jugend mit einer Mission, eine Zeit lang mit George Weaver zusammen, hat von ihm gelernt. Also es ist eigentlich so eine charismatische Entsprechung von OM. Jahrelang hat man getrennt gearbeitet, aber inzwischen arbeitet man zusammen. Ihr werdet fast auf jedem OM-Treffen Redner finden von Jugend mit einer Mission und umgekehrt auch. Floyd McClank zum Beispiel ist einer der europäischen Leiter von Jugend mit einer Mission. Ein Mann, der in Holland arbeitet, in Amsterdam unter den Prostituierten und so weiter, ein vorbildliches Leben führt und wirklich in Hingabe dem Herrn dient, aber eben diese klassischen Irrlehren auch predigt und verkündigt. Sein Buch Vaterherz Gottes hat Eingang gefunden, auch in viele evangelikale Kreise und wahrscheinlich auch manche von euch wird das gelesen haben. Auch hier wird eine Sache betont, die man weithin vielleicht ein bisschen vergessen hat, aber dann eben für diese ganzen anderen Lehren eben auch dann missbraucht. Ihr Einfluss ist sehr groß hier in Deutschland, besonders auf Jugendkreise, in der evangelischen Kirche, katholischen Kirche. Interessant ist, dass Jugend mit einer Mission die absolute Anweisung von oben hat, niemals Katholiken, die zum Glauben kommen, aus ihrer Kirche rauszuführen, sondern sie sollen erzogen werden, in der Kirche zu bleiben, um dort ein Zeugnis zu sein. Dazu haben die sich verpflichtet irgendwie. Und inzwischen wird Jugend mit einer Mission, die Leiter werden eingesetzt von der katholischen Kirche, um katholische Priester in Evangelisation zu schulen. Und wir haben tatsächlich in Deutschland ein Evangelisationszentrum in Meiningen, wo Katholiken, Priester und Laien geschult werden zu evangelisieren.
Und ich sage euch eins, das Wort Evangelisation wird in wenigen Jahren in der katholischen Kirche mehr gebraucht werden als in Protestantismus. Evangelisation ist die Sache. Irgendjemand hat die Zeitschrift, wo der Papst vorne drauf ist, mir entwendet, Verti. Da ist es, zeig mir her. Also das ist ein Blatt von einer katholisch-charismatischen Gruppe, die ziemlich aktiv ist in Ravensburg. Vielleicht ist der Pater Fritz Ritzhaupt oder Fred Ritzhaupt euch ein Begriff. In Ravensburg ist da solch ein Zentrum. Und dieses ganze Blatt handelt von nichts anderem als Evangelisation. Hier vorne ist der Papst, der auf die Uhr guckt. Höchste Zeit für Evangelisation. Römer 13, Vers 11. Ja, ich weiß. Und dann Evangelisation 2000, gemeinsam zum Ziel. Also die Katholiken sind diejenigen, die Evangelisation 2000 erfunden haben. Ich habe euch gestern erzählt, man will zum Jahr 2000 dem Herrn dieses Geburtstagsgeschenk machen, eine evangelisierte Welt und eine geeinte Christenheit. Und in seinen neuesten Erklärungen hat der Papst die Notwendigkeit der Evangelisation betont, nur, dass man unter Evangelisation natürlich was ganz anderes versteht, als was wir verstehen. Denn laut katholischer Lehre ist jeder, der getauft ist, wiedergeboren. Ganz klar. Und jeder, der gefirmt worden ist, ist versiegelt mit dem Heiligen Geist und hat natürlich nicht eine Wiedergeburt nötig, die ist ja in der Taufe bereits vollzogen worden. Aber soll eben doch eine Auffrischung stattfinden, eine Intensivierung des geistlichen Lebens, das versteht man da unter Evangelisation. Und das wird jetzt vorangetrieben. Und in den nächsten Jahren wird man überall Kongresse veranstalten. Ja, und die Evangelikalen haben nichts Schlaueres zu tun, als sich dann mit da dran zu hängen. Inzwischen gibt es Lumen 2000, wo Thomas Wang, einer der Leiter oder jahrelang der Leiter der Lausanner Bewegung, eine Parallelbewegung geschaffen hat, eben Lumen 2000, die dieselben Ziele hat und wo man auch teilweise zusammenarbeitet mit diesen Katholiken. Ja, wie gesagt, Jugend mit einer Mission spielte eine ganz große Rolle in der Schulung. Eine enge Zusammenarbeit ist mit Altensteig, Jugendmissionswerk Altensteig. Die haben in den letzten Jahren so ein bisschen an Einfluss verloren, aber zeitweise haben die unheimliche Menschen angezogen. Katholische Evangelisationszentrum in Meiningen, dieses christliche Jugendzentrum Ravensburg und dann der Wiedenhof ist in Lüdenscheid ganz entscheidend geprägt worden von Jugend mit einer Mission. Man hat eine Zeitschrift, der Auftrag, die auch sehr gut aufgemacht ist, also von denen kann man wirklich manches auch lernen, grafisch und so weiter, und auch weit verbreitet ist. Der Verlag für ihre Literatur befindet sich auch im Lüdenscheid, ist der sogenannte ASAF Verlag, wo die Bücher erscheinen. Eine weitere aktive Gruppe ist die Gemeindewachstumsbewegung. Hier muss man auch so ein bisschen differenzieren. Nicht jeder, der von Gemeindewachstum redet, ist dann schon ein Charismatiker. Aber die meisten bekannten Gemeindewachstumsgruppen haben sich zusammengeschlossen in der sogenannten AGA. Und die ist eindeutig charismatisch und inzwischen auch dritte Welle. Da werden wir heute Nachmittag noch einiges von hören. Nur ganz kurz, dieses Blatt Gemeindewachstum, auch wieder optisch unheimlich gut aufgemacht, sehr interessant, auch viele gute Artikel da drin, aber ganz in den Zielen der charismatischen Bewegung, auch mit den Inhalten. Sie haben Einfluss besonders in der evangelischen Kirche, in Freikirchen, eine enge Zusammenarbeit mit der geistlichen Erneuerung in der evangelischen Kirche und ein wichtiger Verlag von Gemeindewachstum ist Projektion J. Vielleicht ist euch dieser Verlag auch bekannt. Die sind inzwischen auch recht groß geworden. Die haben auch die Peretti-Bücher herausgebracht und andere mehr, die John Wimber-Bücher und dergleichen mehr. Bitte denkt daran, wenn ihr Bücher von denen in die Hand kriegt. Es sind auch einige gute Sachen erschienen, zum Beispiel von Gordon MacDonald, also nicht zu verwechseln mit William MacDonald, die wirklich lesenswert sind und sehr gut sind. Weitere Bücher von Gemeindewachstum erscheinen in Schriftenmissionsverlag oder Aussaatverlag, die sind hier zusammen. Projektion J, wie gesagt, und dann leider auch vermehrt im Brockhaus Verlag. Das ist ganz interessant, dass inzwischen der Brockhaus Verlag die Männer der Gemeindewachstumsbewegung als Autoren gewonnen hat. Und das sind vor allem Klaus Eickhoff, Klaus Vollmer, Jürgen Blunk, die inzwischen im Brockhaus Verlag ihre Bücher erscheinen lassen. Für mich auch eine ganz, ganz erschütternde Geschichte. A, dass diese Männer, die wirklich begabte Evangelisten waren und sind, und viele Menschen zum Herrn geführt haben, in dieser Bewegung jetzt auch in der dritten Welle so aktiv mitmachen. Und noch erschütternder, dass ein Brockhaus Verlag
der nun aus der Brüderbewegung irgendwie stammt und kommt, wir lesen die meisten von uns der Elberfelder Bibel, sich ziemlich ahnungslos diese Männer an Land zieht und ein Gedankengut damit verbreitet, was, wie ich glaube, wirklich viel Unheil anstiften wird. Bekannte Autoren, Fritz Schwarz, der ist verstorben inzwischen, sein Sohn Christian Schwarz, ein ganz begabter Mann, der in der Gemeindewachstumsbewegung eine Rolle spielt, in den Verlagen Position J, hat jetzt eine neue Zeitschrift auch gegründet, sehr viele Analysen macht, Gabentest ist euch vielleicht bekannt, sehr viel mit Computern arbeiten, Statistiken und dergleichen mehr. Jürgen Blunk aus Essen, Klaus Eickhoff, der inzwischen in Österreich das Volksmissionarische Amt leitet, Bernd Schlotthoff, falls der aus Herne noch bekannt ist, war jahrelang in Herne und hat damals die ganzen Jesus-Festivals inszeniert, auch viele Lieder vertont. Und Jonggi Cho, über den werden wir dann heute Nachmittag wahrscheinlich noch einiges hören. Eine weitere Gruppe ist die geistliche Gemeindeerneuerung in der evangelischen Kirche. Die haben auch ihr Blatt Gemeindeerneuerung. Heute Abend werde ich wahrscheinlich dann von dem Nürnberger Kongress erzählen. Das war eine interessante Geschichte im November. Der wurde geleitet und inszeniert von der GGE, also geistliche Gemeindeerneuerung, und von der AGA, Gemeindewachstumsbewegung. Wolfram Kopfermann ist vielleicht manchen von euch bekannt. Der war an sich so der Mann, der diese Bewegung geprägt hat, in den Jahren 78 bis 88, bis er aus der Kirche ausgetreten ist. Kopfermann ist eine höchst interessante Persönlichkeit. Wenn ihr eine Predigt von ihm hört, ihr werdet wahrscheinlich begeistert sein. Man ahnt gar nicht, dass dieser Mann die ganzen Inhalte der charismatischen Bewegung dritten Welle vertritt. Also man kann seine Predigt im Allgemeinen wirklich nur mit Genuss und mit Freude hören. Ein guter Redner, auch gar nicht so ein ausgeflippter Typ, der rumbrüllt oder was weiß ich, eher ein bisschen trocken, aber gut überlegt, gut durchdacht, sehr intelligent. Jahrelang hat er gepredigt, dass man in der Kirche bleiben sollte und dass die ganze charismatische Bewegung dazu eigentlich da ist, dass die Kirche, die Volkskirche, zu neuem Leben erwacht. Aber 88 hat er sich dann verabschiedet von der evangelischen Kirche, hat die Konsequenzen gezogen und hat dann ein Buch geschrieben, Hermann, kannst du am eben hochhalten, Abschied von einer Illusion, rechts müsste das liegen, grau, gebunden. Ja. Und das auch sehr interessant ist, wo er ganz klipp und klar erklärt, dass es unmöglich ist, die evangelische Kirche zu reformieren. Es gibt eigentlich nur eine Konsequenz, raus aus der Kirche und dann Freikirchen bilden, wo man wirklich nach dem Neuen Testament zusammenkommt. Und das achte ich an diesem Mann. Er hat jahrelang und jahrzehntelang die Säuglingstaufe vertreten. Inzwischen kommt er zur Erkenntnis, es ist falsch. Machen jetzt Glaubenstaufe. Allerdings hält er immer noch fest an der historisch-kritischen Methode. Also ist immer noch, ja, mit einer Lunge kann man sagen, liberaler Theologe, wie die meisten in der geistlichen Gemeindeerneuerung und auch wie leider Klaus Vollmer zum Beispiel und auch Eickhoff, und arbeiten damit zusammen. Andere Männer, also dann ist auch Kopfermann ausgeschieden aus der Leitung der GGE, hat jetzt seine Ansgar-Kirchen gegründet. An seine Stelle ist der Friedrich Aschoff getreten, auch eine ganz interessante Person. Und dann diese Männer hier, Christoph von Abendroth, Immanuel Malich und andere mehr. Jetzt komme ich zum Letzten. Die Ziele der charismatischen Bewegung. Die charismatische Bewegung hat das große Ziel, eine Kirche zu bilden, damit die Joel-Erfüllung, die Joel-Verheißung in Erfüllung kommt, wo die Erweckung versprochen wird. In der letzten Zeit wird Gott den Heiligen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Und die sind also so gepackt von dem Gedanken, eine Kirche, dass diesem großen Ziel alles andere untergeordnet wird. Und in der charismatischen Bewegung hat man dann auch den Slogan geprägt, Dogmen trennen, aber Liebe eint. Versteht ihr den Gedanken? Lehren, Überzeugungen trennen uns. Und deswegen müssen wir die beiseite tun, die sind nicht ganz unwichtig, aber die dürfen niemals Priorität haben, sondern die Liebe, die eint. Und deswegen ist es möglich, dass sich alle möglichen falschen Lehren halten können in der charismatischen Bewegung. Da ist zum einen natürlich die Geistestaufe. Nun, Katholiken werden nie von Geistestaufe oder selten sprechen, sondern sie nennen das Geisterneuerung. Warum? Weil man in der Wiedergeburt, in der Säuglingstaufe den Heiligen Geist gekriegt hat, dann versiegelt worden ist bei der Firmung und hier nur etwas erfrischt oder aufgefrischt werden kann, was schon da ist. Deswegen spricht man nicht von Geistestaufe in der katholischen Kirche. Man hat auch in der charismatischen Bewegung nicht unbedingt die Lehre, dass Geistestaufe am Zungenreden erkannt wird. Da gibt's auch Unterschiede, aber die Geistestaufe an sich wird dort gelehrt.
Zungenrede, Prophetie, Visionen. Und jetzt kommt eben der große Unterschied zur Pfingstbewegung, dass man teilweise ein liberales Bibelverständnis hat und pflegt. Also ganz bekannte Autoren der charismatischen Bewegung sind liberale Theologen und haben das ganz offen geschrieben. Ist egal, ob du Jesus anbetest als Bultmannianer, entmythologisiert, oder als Pietist und Fundamentalist. Hauptsache, wir preisen den Herrn. Also ganz egal, ob der Jesus am Kreuz wirklich gestorben und auferstanden ist, ob er von einer Jungfrau geboren ist, Hauptsache, wir haben eine gemeinsame Erfahrung und wir lieben Jesus. Das war etwas, was vor allem der Vater von Christian Schwarz, Fritz Schwarz, in vielen Büchern beschrieben hat. Eine leidenschaftliche Liebe zu Jesus, die verbindet uns. Und Lehren und Dogmen und so weiter, die trennen uns, darüber reden wir nicht. Und hier sehen wir also, dass man in der charismatischen Bewegung einen Schritt weitergegangen ist. Und das ist auch der Grund, warum sich viele Pfingstler mit der charismatischen Bewegung nicht anfreunden können. Man hat eine Endzeiterweckung, die Erwartung einer Endzeiterweckung weltweit. Nicht überall, aber in vielen Kreisen wird, wie beim Pfingstern gelehrt, dass Krankheit eine Folge persönlicher Sünde ist. Habe ich schon gesagt, Einheit um jeden Preis, Dogmen trennen, Liebe eint. Anstelle biblischer Lehre kommt die Erfahrung, das Gefühl. Daher seelische Stimulierung. Wenn man in der Pfingstgemeinde noch einigermaßen die Bibel liest und studiert, in der charismatischen Bewegung hat die Bibel, das Studium der Bibel besser gesagt, nicht solch einen hohen Stellenwert. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen charismatischen Verlag gibt, in deutscher Sprache auch keinen Pfingstverlag, der irgendeine Auslegung zur Bibel herausgegeben hat. Werdet ihr nicht finden. Ihr findet nur zeugnishafte Berichte, Bücher über die Geistesgaben und dergleichen mehr, aber keine Schriften, die euch die Bibel erklären und die euch wirklich den Inhalt der Bibel lieb machen und wertvoll machen. Musik, Gesang, Zungengesang und so weiter, Tanz und Show, etwas, was man lange Jahrzehnte in der Pfingstbewegung abgelehnt hat, das wird in der charismatischen Bewegung selbstverständlich praktiziert, dass man tanzt zur Ehre Gottes, auch dass man Anbetung, Tanz übt und dass dann also vor allem junge Mädchen angeleitet werden, eben durch Fahnenschwenken und durch Tamburinen und durch schöne Kleidung und dergleichen mehr, eine Anbetungsstimmung in der Versammlung zu produzieren. Also das sind alles Dinge, die wahrscheinlich auch auf euch zukommen. Ihr wisst also Bescheid, wer das kommt. Man legt großen Wert auch auf Körperkontakt. Wenn du auf einer charismatischen Konferenz bist, je nachdem wo, nicht überall, da wird unter Umständen gesagt, also ich bin Zeuge davon gewesen, als allererstes zur Begrüßung umarmt mal an jeder seinen Nebenmann. Und da mussten sich alle mal kräftig drücken. Und je nachdem, wer neben wem saß, war das natürlich eine eigenartige Sache. Also wenn ein junger Mann neben einem netten Mädchen saß, dass da nicht nur geistliche, heilige Gefühle hochkommen, könnt ihr verstehen. Und ich denke, dass diese fehlende Distanz, die man da ganz bewusst produziert, auch ein Grund ist, dass man sich natürlich menschlich sehr nahe kommt in jeder Beziehung, dass man sehr schnell eine große Familie ist, aber, verzeiht mir die Worte, aber ich muss das einfach sagen, aber dann teilweise auch sehr schnell miteinander ins Bett geht. Und deswegen halte ich das für ganz wichtig, dass wir da aufpassen. Hier werden Gefühle, menschliche Nähe, Körperkontakt unheimlich groß geschrieben. Wenn du am charismatischen Kongress bist oder auf kleineren Versammlungen, da bist du erstaunt, was da für eine Atmosphäre herrscht. Du bist fasziniert. Wenn du so ein Leitertreffen von Jugend mit einer Mission mitmachst, ich bin mal dabei gewesen, ja, da fühlst du dich wohl. Da ist eine Offenheit, eine Freude, strahlende Gesichter, zur Begrüßung umarmt man sich selbstverständlich, man küsst sich ab und so weiter. Ich denke, ich sehe nicht richtig. Aber inzwischen hat er auch eingefunden in unseren Versammlungen. Ich traute meinen Augen nicht vor einigen Jahren, als ich das zum ersten Mal sah. Da kam ein paar von der Freizeit, Junge und Mädchen, und die begrüßten sich mit Kuss. Mir blieb das Herz stehen. Ich weiß nicht. Wie ist das möglich? Dann habe ich noch gehofft, sie werden wenigstens noch verwandt oder verschwägert, aber nix. Und ihr werdet feststellen, dass das auch in unseren Jugendkreisen Eingang findet. Ich will das jetzt nicht dramatisieren. Nur ich warne euch, seid da vorsichtig. Das sind nicht nur heilige geistliche Gefühle, die herüberkommen. Kann mir keiner erzählen, solange einigermaßen gesund geblieben ist. Ja, das war so im Großen und Ganzen das, was ich über die charismatische Bewegung zu sagen hatte. Wir haben noch ein paar Minuten Raum, um ein paar Fragen zu stellen. Und dann machen wir in 5 Minuten etwa Schluss.